Hallo, ich bin Renate und erkläre dir heute, wie du einen Wikipedia-Artikel verbesserst. An manchen Artikeln haben mehr als 100 Menschen mitgeschrieben. Es ist ganz einfach, einen Fehler zu verbessern oder etwas zu ergänzen. Ich zeige dir jetzt mal, wie wir einen Artikel verbessern können. Da haben wir jetzt eben Fehler reingeschummelt, die waren vorher nicht drin. Aber zu Lernzwecken ist das super. Also Jutta Barth ist eine Berliner Künstlerin und den Fehler, den haben wir hier versteckt. Und zwar arbeitet sie mit anderen Künstlerinnen zusammen und hier siehst du auch gleich nochmal so einen Tippfehler. Fangen wir mal hier oben an. Ich möchte was in einem Artikel verändern. Also gehe ich auf Bearbeiten, ich gehe runter und hier weiß ich zum Beispiel, dass die Sigrid Müller-Holz einen eigenen Artikel in der Wikipedia hat und den möchte ich verlinken. Da gehe ich hier oben auf dieses Symbol. Klicke es an und stelle fest, es gibt eine Seite, die heißt Sigrid Müller-Holz. Es ist kein externer Link und im Grunde ist damit schon alles getan. Ich sage fertig, ja, genau, das soll sein. Die Wikipedia bietet mir jetzt an, dass ich die Änderung speichern kann. Das mache ich ganz einfach mit einem Klick. Was habe ich getan? Ich habe einen Link ergänzt und dann überprüfe ich meine Änderung. Aha, hier hat sich was geändert. Das heißt, hier sind die Klammern gesetzt worden, die die Wikipedia braucht, um intern zu verlinken. Die Änderung speichere ich. Voilà. Das heißt, Sigrid Müller-Holz hat jetzt hier ihren Link bekommen. Wunderbar, genau das wollten wir erreichen. Und wenn ich jetzt hier unten zum Beispiel noch einen weiteren Tippfehler entdecke, muss ich wieder hoch auf das Feld Bearbeiten. Gehe ich runter. Hier war der Tippfehler. Gehe ich einfach in den Text rein, lösche die eins, die zu viel war, speichere die Änderung, erläutere kurz meine Änderung. In dem Fall war das ein Rechtschreibfehler. Und schauen uns die Änderung an. Und aha, das ist der Fehler. So sieht es jetzt aus. Und speichern. Fertig. Wir haben jetzt gerade unsere ersten Edits gemacht. Das ist super. Und du wünschst dir wahrscheinlich, dass die jetzt genauso in der Wikipedia erscheinen. Aber davor werden sie noch einmal gesichtet. Das passiert am Anfang, wenn du dich frisch mit deinem Account angemeldet hast, einfach zur Sicherheit. Damit schützt die Wikipedia sich vor Vandalismus. Und deine gute Arbeit wird von anderen Wikipedianern vorher nochmal angeguckt und dann freigeschaltet. Das siehst du hier, ja, dass eine Version von dir noch gesichtet werden muss. Du kannst es auch hier sehen, in der Versionsgeschichte. Da ist nämlich markiert, dass der Text eine Veränderung erfahren hat, optimalerweise eine Verbesserung, und dass es noch gesichtet werden muss von jemandem, der oder die schon länger in der Wikipedia editiert. Okay, jetzt hast du schon die ersten Edits gemacht. Und mit jedem Edit, den du machst, lernst du selber was dazu. Klar. Und gleichzeitig wird die Wikipedia Stück für Stück ein bisschen besser.